Ja, ich bin da oben beim Frogenstädthof, gute 250 Meter über Kirchberg, und da kommt auch schon der Altbauer, der Hans Schipflinger. Hans, das war gestern so ein stimmiger Abend bei euch da. Ich darf mich freuen, wenn du mir etwas erzählen darfst, wie es dazu gekommen ist, dass die Kirchberger Weihnacht bei dir da herum so ein feines Daheim gefunden hat. Ja, das ist eigentlich ein bisschen vor 2000 gewesen. Da haben wir also ein Gebäude gebaut hinten aus. Es war eigentlich für ein Kinderspielplatz gedacht gewesen. Also als Buchbauweise, also ein Eisel. Und da sind wir eigentlich auf die Idee gekommen. Das war eigentlich ganz was Nettes, dass man da eigentlich, was hinten außen steht, dass man da eine Krippe hinstellt. Und das ist eigentlich der Anfang gewesen. Einfach unterm Bauen sind sie es im Weg. Das ist fast zu schade, haben wir gesagt, für die Kinder das vielleicht irgendwo, weil es eh nicht unbedingt günstig gewesen ist auf der Stelle. Aber das ist einfach der Krippenstall, haben wir gemacht. Da ist eben der Schirselbeppel dabei gewesen, der Herberg und Christian, und da haben uns eben der Gedanken gemacht. Und mit denen ist das ein bisschen geweckt worden. Aber das war ja nicht allein, weil man kann eigentlich ja nicht, man wollte eigentlich auch irgendeine Veranstaltung machen. Und da habe ich also eine Gruppe gefunden, das sind die Brücke gewesen in Aschau, die so viel gern ein bisschen Theater spielen wollten. Und ich dachte, die konnten eigentlich auch mal so ein Hirtenspiel machen. Und die sind gleich hell auf begeistert gewesen, das tun sie gern. Und haben auch dann eben die Aufführung gemacht. Das ist eher so, geht um so eine Holzknecht-Szene, und die hat einfach wunderbar gepasst, weil sie immer Holz ist da und passt für den Bauernhof wunderbar. Und ja, das ist eigentlich der Anfang gewesen vom Ganzen. Und wie hat sich das weiterentwickelt? Ja, es war einfach so viel Interesse von den Leuten gewesen. Die haben bei mir gesagt, nein, ist das schön gewesen. Machst du das nicht, machst du das nicht wieder einmal. So haben wir uns dann, wir eigentlich etliche Jahre hintereinander haben wir es dann gemacht. Und bis wir irgendwo halt auch mal auf den Punkt angelangt sind, haben wir mal ein bisschen Pause gemacht. Und dann haben wir auch mal 2 Jahre ausgesetzt. Das haben wir es eigentlich jedes Jahr gemacht. Was sagen noch die Leute, wenn du eine Pause machst, ja, und plötzlich ist das nicht mehr? Rufen sie dich da nicht gleich wieder um? Wir haben dann auch einen Grund gehabt, oder so, nicht? Das wäre aber irgendwo auch, da ging's auch, ist es auch meiner Frau schlecht gegangen. Die hat einmal so einen leichten Schlaganfall gehabt. Das wollte er dann nicht tun. Man darf nicht vergessen, dass eigentlich mit so Sachen der Frau am Meeres zukommt. Weil es ja auch um die Verköstigung geht. Und dann muss man schon irgendwo manchmal so vernünftig sein und dann sagen, nein, es geht einfach das Leben von der Frau vor, dass man das nicht missbraucht. Aber es wird schon die ganze Familie eingespannt, hä? Ja, das geht das nicht. Ja, ja. Die müssen hinter der Sache stehen. Weil wenn du irgendwo ein Quer, der was da quer denkt und sagt, das ist eher so Kass oder so grob gesagt, das ist, dann geht das nicht. Das muss eine Gemeinschaftssache sein und auch noch mehr, nicht gerade über die Familie aus, muss das laufen. Sonst geht das nicht gut. Das ist. Aber wenn man noch gesehen hat, wie das gestern wieder gewesen ist, wie viele Leute das von Kirchberg aufgekommen sind. Kinder, Volksschulklassen, ja, dann die Eltern mit den eh fast noch kleinen Popeln, ja, und die alten Leute, ja, die 60, die 70, die 80-Jährigen sind da gewesen. Und die haben so richtig glänzende Augen gekriegt. Das ist noch schon wieder ein Grund für die, hä? Glänzen die Augen, das kann ich eigentlich auch auf mich ummünzen, das hat man so immer auch schon. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man so einen Bauernhof hat, man sollte andere auch ein bisschen teilhaben lassen an dem. Weil es ist ein unheimlicher Wert, nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, wenn man einen Bauernhof hat, was man eigentlich betreiben darf. Und da ist man eigentlich auch nur eine kurze Zeit da, solange man das Leben hat. Und da sollte man das Beste daraus machen. Und mir liegt da sehr viel drauf, dass man auch Außenstehende so ein bisschen Einblick gibt. Und das, die Gelegenheit haben sie. Wie ich habe gesagt, sie kriegen gewinnste Kulissen. Und dort noch was dazu. Und das tun wir gerne teilen mit anderen. Wir sind nicht so, dass das einfach Inseln da wird, das so rumgemacht und fertig. Wir wollen das nicht. Ich bin es gerne viel leider, weil wieder meinen Stall hin schauen ein bisschen. Die sind willkommen, weil es ist so wichtig. Weil die haben mehr Verständnis nachher. Und was Kinder anbelangt, muss ich sagen, man kann nichts Besseres tun. Man darf nicht schimpfen über die Jugend, weil da sind wir alle, weil wir da wachsen.
Wir leben bei das ja vor und nachher tun es die Jungen nach. Und wenn man das nicht weitergibt, nachher weiß das nie passieren. Wir haben keine Nachfolger mehr. Das ist auch beim Hofer so. Wenn ich nur jammern tue und nur das Negative sehe, dann werde ich auch nie einen Hofnachfolger haben. Und die Kinder werden da auch kein Verständnis für die Landwirtschaft finden, wenn man es nicht ein bisschen, wenn man nicht ein bisschen Einblick gibt. Das ist einfach so wichtig, das Leben. Und ich habe eigentlich die Idee von dieser Herbergsuche, das habe ich als Kind schon in mir gehabt. Weil eben meine Eltern auch schon das Weihnachten einfach ein bisschen, das ist rausgekommen. Vom ganzen Jahresablauf. Das war aber rausgekommen gewesen. Und das hat mich fasziniert. Unheimlich. Und das ist vielleicht. Man hat einmal Phasen, wo man auch nicht so dahinter ist, aber wenn man auch wieder ein bisschen älter weiß, weiß man nachdenklicher, dann kommt man da die Sachen mit euren Kopf. Und das ist so. Ja, Hans, Dankeschön, dass du mir das erzählt hast. Die Zuschauer werden sich freuen und dann werden wir uns natürlich die gestrige Sache nochmal anschauen. Da waren so tolle Sachen dabei. Das Hirtenspiel für die Volksschüler und was mir ganz gut gefallen hat, das waren natürlich die Anklöpfler von Brixen. Ja. Die sind von so hoher Qualität einfach toll. Ich muss von denen einen Hut ziehen, der hat noch eine Veranstaltung gehabt. Die haben so gesagt, weil sie da so gern da sind. Die sind schon mal da gewesen, vor nicht ein Jahr. Und die haben gesagt, das ist einfach so nett gewesen. Und sie, das hast du noch nicht mehr miterlebt, die sind danach noch. Die sind so immer da. Die haben eine Busse gezogen auf uns, weil es ihnen so viel gefallen hat. Ganz eine kleine Gruppen noch, haben uns da lassen können. Sie sind da umgestanden. Das ist so schön gewesen, das hat mich überpackt, dass es sowas gibt. So gern sind die Leute da dabei und die schätzen auch das. Der Song, dass sie eben die Einfachheit zu schätzen. Den Firlefanz, den hat man auch im Geschäft und überall. Aber man will sich irgendwo zurückziehen, das braucht der Mensch. Das ist Wärme, was für das Leben so wichtig ist. Hans, du sagst es. Ich möchte mich im Namen von den Zuschauern recht herzlich bei dir, bei deiner Familie bedanken für die tolle Sache, was du da angefangen hast und ich hoffe, noch lange weiterführen tust. Und ich wünsche dir eine gesegnete Weihnacht 2016 und ein gutes neues Jahr. Herzlichen Dank. Ja, gut, gut. Genau, das wünsche ich dir natürlich auch. Und das so gut aufgenommen wärst, von deiner Seite die Station gemeint. Aufgegangen, unheimlich schön. Da geht einem das Herz auf. Und jetzt ist mir das Herz wieder aufgegangen. Das Christkind laufen da und so viele Kinder sehen. Hirten, Engel, alles ist da. Furchtbar. Das ist sowas Schönes, ich muss ich einfach sagen. Aber ich möchte den jetzt nicht lange aufhalten. Ich meine,
Hirten schon wartend auf den Auftritt. Das freut mich ganz besonders. Und eine ganze Schildhase. Ja, keiner nix, es war ein Schirchewix.
am Ende hat er ja keiner nix. Das war ein Schirchewitz. Der Jochel trag Schott und ein Jutta. Der Hirsel trag Milch und ein Butter. Der Seppi trag Fleisch und ein Ohrer. Der Liebbi trag Haar und ein Strauß. Der Seppi trag Fleisch und ein Ohrer. Jetzt gehen wir zurück in den Salon, in unsere Stieferei. Bitte sei für uns alle zusammen, dass wir von Sünden werden frei. Bitte sei für uns alle zusammen, dass wir von Sünden werden frei. Und wollen wir mal sterben, was Kind sei gleich. Für uns im Himmel euch ein. Heut mal drin sind wärmer auf, Singer und euch mit man schreit. Heut mal drin sind wärmer auf, Singer und euch mit man schreit. Wie schön glänzt die Sonne. Ihr hellt euch der Mond, doch der Schönheit Maria, dergleichen nicht kann. Doch der Schönheit Maria, dergleichen nicht kann. Maria allein, die ist würdig. Dem göttliche Prinzen, meine Mutter zu sein. O Jungfrau, wie Gott kann erzürchen, uns nicht lasse verderben, wir hoffen auf. Wir sind euch gut an dich, die mir
braucht nicht viel und drum nehmen so drin. Wir schlafen dem frei, haben hier mit so einer Dorf und mit so einer Schlupfeiter auf zu der Mauer. Holala di 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 holdi ho, holala di di, holala di ho, holala di 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 holdi ho, holala di 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 ho. Die Kost ist ein Lohn, wir leben nieder darauf. Wir haben Land, wir haben Milch, wir haben Bruder und Frau. Und lustig ist nur, wir haben Spaß machen gern. Wann's wollt, dass wir singen, auf Gloss mal ins Herd. Holala di 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 holdi ho, holala di di, holala di ho, holala di 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 holdi ho, holala di 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 ho. Die Kippenfrei Kinder man wohl nicht verstehen, sie fliegt ihr Stot und heraus ist so schön. Du klärt euch und klärt euch und noch bleibt ein Stern. Und man geht da nun aus, braucht nern kein Motel. Hola la di 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 ho, hola la di di, hola la di ho, hola la di 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 ho. Hola di 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 o. Der Scheit, der lacht den Haus, aber der hat mich noch nicht mehr so nix drauf. Wir sind so gut fliehen, es wussten sie dran. Und dabei wollten wir tauschen mit Horn. Hola da di 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 hundi o. Hola da di, hola da di o. Hola di 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 hundi o, hola di 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 o. Der Saturn und der Merkur und noch viel mehr sich drängen vor. Jeder bläht sie auf und streut, ob die Wolle wohl auf ihm fällt. Ein winziges an der letzten Reihe sagt stark, ich möchte gern sein. Doch kann du denken, dass die Großen, Urlosen oder Viechen lassen. Unmöglich, sagen's. Man muss bedenken, es wirst sich in einem Baum verhackeln. Und was will das kleine Sterndl mit einem Schei als wirrener Dirndl? Gottvater hascht es und ist voll zaun. Holt den kleinsten ganz nach vorn. Bind ihm hinten ein Marschall drauf, dass er die Richtung gut schauen kann. Schenkt er einem Schein so leicht, wie es geht, und sagt,
ab heute hast du Komet. Und so die anderen Sterne, es kommt auf irgendeinen Platz marschieren. Begleiten nur ein Stück als Fuß und lernt ihm, wie er leuchten muss. Ist nicht am großen Himmelszelt, genauso wie auf unserer Welt. Die Letzten sollen die Ersten werden. Wie zu Bethlehem der kleine Stern. Wir sind Kudol nach Baselein, ins Frei, das in Zeichen lost heim. Dies ist das um die Zeit, gern kann man klüpfelein. Ja, nie, den gern kann man gehen, zur losen Sitz, ming, ja, ming. Ja, nie, den gern kann man gehen, dabei ja den Sehn, dass er braucht hinterlegen. Und dann hua die Go, dass er braucht mog, ja mog. Und dann hua die Go, dass er braucht. Und Lust, wo seid kein. Es ist so, es kreiz lustig und singt auf dabei. Betracht's Firmament und die ins Grausen schwer. Musik und Singen, o mein ewiger Herr. Musik und Singen. Vom Himmel sind alles am Heraus. A Wunder muss heut gehen, sie's kann keiner aus. Jetzt haben sie's verkündet, wo's die Ding alles bedeiht. Gott ist geboren und liegt auf dem Hai. Hausig und legt sich schlimm du, ist Kindel auf Suchen, feiern muss man's gut. Wir bringen zum Opfer ein Bittquantel mit, holt's mit ins Korbett, vergisst er ins Nied, holt's es ist ja noch gar nicht richtig Weihnachtszeit. Solange nicht die Kläpfeleute die frohe Botschaft trinken, wenn sein Herrn der Mensch zu werden und in einen Stall wart finden. Wir Hirteleute am Borst haben wir um. Und am Dienstag immer von Sturm zu Sturm. Wir singen ihnen heute die Lieder und weisen von Bethlehem, vom Stern, vom Stall. Wir Engel und wir Hirten alle sind gekommen, das Kind uns preisen. Und singen wir öfters mal nicht gar so schön. Lasst sie ins Dach nicht aus. Dort's auf und lasst sie ins Ei. Ein warmer Sturm, ein Zirkenscherz, ein guter Brandwein.
Nur fürs Herrschts, das dunkelt ins Hölz auf, ich fei. Tatzing na selber auf und lass mir ich den Herrn, denn er sollt der Welt an Frieden schenken. Wo mir brauchst du mit Fichten, ich komm vom hohen Rot. Ich bin ja von der Himmel, den Gott zu dir geschickt hat. Ich bin ja Heiligen Land, der Herr, der Süden.
soll sein Lauf. Eine große Freude verkünd ich euch, nach Bethlehem verfüg ich euch. Ein Kind liegt dort im Stall und wird einst unser Löser sein. Ein Kind liegt dort im Stall und wird einst unser Löser sein. Was bringen wir dem Kindelhorn, von mir kein Kerbe um? In Brunnen trink mal auf und zu, drum bringen wir nix zum. Winzötten ist heuer, nichts rar, als wenn kein Obst nicht gewesen war. Jetzt machen wir ins Schwind auf und gehen ins Loch aus, Juche. Juche. Jetzt machen wir ins Schwind auf und gehen ins Loch aus, Juche. Kein Ungestüm, da packt euch, geht wo an.